Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Morgenroutine von mir. Ich habe euch wie letztes Mal bei der Abendroutine wieder an drei verschiedenen Morgen mitgenommen. Das hier ist der erste, Montagmorgen. Ich war noch ein bisschen müde. Als allererstes mache ich immer ein bisschen Skincare. Dann hole ich mir gleich was zum Trinken, weil in der Früh bin ich meistens immer total verdurstet. Und montags nutze ich immer so ein bisschen den Morgen, um einfach so ein bisschen vorzuarbeiten. Ich mag das irgendwie, weil es auch so mega entspannt ist. Also ich hocke mich hin, schaue mir einfach die Vorlesungsfolien von der letzten Vorlesung an und schaue einfach ein bisschen, was auf mich zukommt in der heutigen Einheit. Und genau, dann hat auch schon die Vorlesung gestartet. Und zwar habe ich montags immer Statistik von 8 Uhr bis 9:45 Uhr. Und genau, da seht ihr jetzt einfach die nächsten Sequenzen, was ich während der Vorlesung mache. Also ich habe mir dann kurz den Kaffee runtergelassen, weil ich war wirklich richtig, richtig müde. Yes. Jakob macht mir dann währenddessen meistens immer eine Kleinigkeit zum Essen. Finde ich sehr cute. Dieses Mal hat es Schwarzbrot mit Honig draufgegeben. Ich habe dann noch Location gewechselt, damit Jakob ein bisschen in der Küche bleiben kann und deswegen habe ich mich auf den Schreibtisch gesessen und ich schreibe dann während der Vorlesung einfach immer mit und schaue, dass ich alles gut verstehe. Und dann war es auch schon geschafft, das heißt, der erste Punkt für heute erledigt. Dann habe ich den Haushalt gemacht ein bisschen, also einfach so das Bett schön gemacht. Das mache ich jeden Tag und mache das meistens nach der Vorlesung, weil Jakob immer ein bisschen länger schläft. Good morning und willkommen zu meiner Morgenroutine. Ich habe euch vor 2 Wochen eine Abendroutine online gestellt. Falls ihr die nicht gesehen habt, schaut da gerne mal vorbei. Da wollte ich euch mal so ein bisschen eine andere Routine bieten und zwar nicht diese typische ästhetische, die man immer auf YouTube sieht, obwohl ich das auch liebe. Also ich liebe solche ästhetischen Morgen- und Abendroutinen anzuschauen. Ich habe mir aber was anderes überlegt, dass ich euch jeweils an 3 Tagen mitnehme. Und an 3 unterschiedlichen Tagen, weil ich finde, dass man nicht jeden Tag die gleiche Routine hat, weil man einfach halt jeden Tag, gerade auch als Studentin habe ich auch jeden Tag andere Kurse, muss vielleicht an den einen Tag früher aufstehen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch diese Woche auch wieder an 3 Morgenden mit. Heute ist Montag. Montag und Dienstag starte ich immer mit einer Vorlesung rein. Also ich habe immer um 8 Uhr eine Vorlesung und das ist immer Statistik. Das hatte ich jetzt gerade. Jetzt ist es 9.40 Uhr und jetzt mache ich mich mal ein bisschen fresh. So, ich bin jetzt ready gemacht. Mein weiterer Tag sieht so aus. Also ich habe jetzt ein bisschen Content gefilmt. Also ich habe hier unten mein Stativ und habe da, also ich mache das meistens immer so nach Lust und Laune, weil ich einfach im Moment richtig, richtig viel für die Uni zu tun habe. Deswegen schaue ich einfach immer, wann ich Lust habe, wann das Licht gut ist und dann mache ich was. Und das habe ich gerade gemacht. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Die schaue ich dann einfach ein bisschen durch. Und ich dachte mir, es ist jetzt 11 Uhr und da ich schon ein bisschen früh wach bin, mache ich mir meistens um 11. Ich schwöre Leute, ich mache wirklich meistens um 11 was zum Mittagessen. Genau. Und da wir gestern bei Jakobs Eltern waren und wir einfach noch was mitbekommen haben, habe ich einfach jetzt eine Lasagne zu Hause, was mega nice ist. Also so eine vegetarische Lasagne. Jakobs Mama hat einfach eine vegetarische, also so veganes, faschiertes gekauft. Sehr, sehr gut. Ich werde mir das jetzt dann warm machen. Freue ich mich auch schon. Und ein bisschen entspannen, weil ich wollte heute, also ich habe am Nachmittag heute den ganzen Nachmittag an die Uni. Und ich wollte davor aber noch in die Stadt fahren, weil ich muss meine Augenlinsen abholen, meine Kontaktlinsen. Genau. Und deswegen entspanne ich dann einfach noch ein bisschen, weil ich weiß, ich brauche die Energie dann für heute Nachmittag. Was gibt es Besseres, als eine Lasagne zu Hause zu haben? Noch ein Bananenbrot von gestern zu Hause zu haben. Nom nom. Das ist mein Outfit für die Uni. Ich habe mich heute mal für eine weiße Hose entschieden und für ein
braunen Pulli. Finde ich eigentlich richtig cute, auch mit den Nägeln zusammen. Und dann geht's auch schon auf zur Uni, zu meinem PS. Ich habe mich davor mit einer Freundin getroffen und wir haben davor ein bisschen gelernt und wiederholt. Ich verbinde das ganz gerne, weil ich bin sowieso immer ein bisschen früher in der Uni und dann kann ich ein bisschen vorarbeiten, weiß aber, dass ich ganz in Ruhe pünktlich da bin, weil ich hasse nichts mehr, als wenn ich unpünktlich bin. Deswegen bin ich sowieso immer früher da. Und genau das war's mit dem ersten Tag und wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise in einer Sekunde wieder. Es ist jetzt genau 8 Uhr. Ich hatte gestern bis 10:15, also ich war gestern erst um 10:30 zu Hause. Ich hatte Tanzen und wenn ich Tanzen habe, dann nehme ich mir am nächsten Tag immer ein bisschen mehr Zeit in der Früh, wenn ich es kann. Also ich habe heute erst um 9 Uhr Uni. Und deswegen, ja, starte ich jetzt meinen Tag. Leute, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, mir tut alles weh. Wirklich alles. Jeder einzelne Muskel. Ich habe heute um 9 Uhr eine Vorlesung. Die findet Gott sei Dank nur online statt. Das heißt, ich kann mich wirklich jetzt noch in Ruhe vorbereiten. Und vor allem ist das eine Vorlesung, wo ich eigentlich nicht wirklich mitschreiben muss, was sehr nice ist. Weil der Professor erklärt irgendwie alles so ein bisschen lebhaft. Das ist Tourismusmanagement oder Dienstleistungsdesign und Tourismusmanagement. Und da höre ich irgendwie lieber so zu als Podcast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwie besser zuhören kann. Deswegen räume ich da dann immer so die Wohnung auf. Das ist so voll mein Ritual zu der Vorlesung. Weil das Schlimmste, was man machen kann in einer Vorlesung, ist am Handy zu sein, weil man dann quasi die Aufmerksamkeit nicht auf die Vorlesung gerichtet hat. Und wenn ich aber aufräume, dann bin ich mit dem Kopf nur bei der Vorlesung und meine Hände räumen eben auf. Genau, ich ziehe jetzt mein Pyjama aus und dann mache ich mir was zum Frühstücken. Ich habe eine Wochen-To-Do-Liste und da checke ich jeden Tag, was heute alles zu tun ist. Ich habe es gestern auch nicht mehr geschafft aufzuräumen. Deswegen habe ich jetzt genug Zeit, alles aufzuräumen. Und nebenbei ladet gerade die Vorlesung. Wir haben das über Zoom. I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head. About where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time. Laid on your sheets, you gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So, die Vorlesung ist vorbei. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch fertig gemacht. Die Vorlesung ist echt immer mega interessant. Also ich liebe es da einfach so zuzuhören wie bei einem Podcast, weil ich finde, bei einem Podcast merkt man sich ja auch total viel. Und genauso ist es bei einer Vorlesung, wo ich mich auch, also die mir auch sehr gut gefällt und wo mir die Themen einfach auch zusagen. Nebenbei habe ich die Wäsche aufgehangen, den Geschirrspüler eingeräumt, gestartet, die Waschmaschine gestartet, aufgeräumt. Also sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall einiges weitergegangen. Es ist jetzt 11.26 Uhr. Das heißt, das war es eigentlich schon wieder mit meiner Morgenroutine und wir sehen uns am Tag 3 wieder. Der Morgenroutine. Heute ist Samstag. Ich wollte euch nämlich irgendwie auch noch so einen freien Tag mit reinpacken, weil irgendwie so der Tag unter der Woche fast jeden Tag derselbe ist. Und am Wochenende nehme ich mir meistens immer mehr Zeit für mich selbst und schlafe auch aus. Also ich habe heute bis 9:30 geschlafen, beziehungsweise ich
glaube bis 9 und dann war ich noch ein bisschen im Bett. Dann haben Jakob und ich gerade gefrühstückt und jetzt habe ich so ein bisschen mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben. Dafür habe ich meistens am Wochenende mehr Zeit. Unter der Woche mache ich das selten, leider. Möchte ich auf jeden Fall auch mehr machen. Aber genau, jetzt hocke ich mich mit meinem Laptop auf die Couch, weil ich schneide am Wochenende immer meine Videos, beziehungsweise ein Video, und das mache ich jetzt. Am Wochenende ist bei mir alles immer ein bisschen langsamer, das heißt, ich habe da ein bisschen mein Video geschnitten und auch ein bisschen mit Jakob geredet, haben uns einfach so ein bisschen ausgetauscht über unsere Woche und so. Jakob erledigt meistens dann auch immer sowas nebenbei und ich habe da einfach so den Grobschnitt gemacht, das war die Morgenroutine, das heißt, da habe ich nicht wirklich viel hören müssen. Und dann bin ich ins Gym gegangen. Ich liebe es nämlich am Wochenende, am Vormittag ins Gym zu gehen, während ich unter der Woche immer am Abend ins Gym gehe. Keine Ahnung wieso, aber ich mag das einfach richtig, richtig gerne. Es ist immer so leer am Wochenende. Und wie man sehen kann, ich bin fast alleine hier und ich habe mein Oberkörpertraining gemacht. Schaut euch nicht unbedingt die Übungen ab. Also ich muss sagen, ich bin echt kein Profi. Bei mir ist das echt noch so, ich lerne gerade super viel dazu und setze mich mega damit auseinander. Aber ich bin kein Profi, was die Ausführung angeht und da muss ich auf jeden Fall noch viel dazu lernen. Ihr könnt mich aber jederzeit gerne verbessern. Und ja, das waren meine 3 Tage Morgenroutine als Studentin. Ich freue mich mega, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt mir unbedingt eure Videowünsche in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!